Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass wenn groß f eine Stammfunktion von klein f ist und c eine Konstante, dann ist auch groß g mit groß g ist gleich groß f plus c eine Stammfunktion von klein f. Und du solltest bereits wissen, wie man eine Stammfunktion einer Polynomfunktion ermitteln kann. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine Stammfunktion ermitteln, die eine spezielle Nebenbedingung erfüllt. Also wir stellen einen bestimmten Anspruch an diese Stammfunktion. Und zwar, wir wollen jetzt jene Stammfunktion groß f von klein f mit f von x ist x hoch 3 minus 6 mal x plus 1/2 ermitteln, die erfüllt, dass groß f von 4 gleich 2 ist. Das machen wir jetzt in mehreren Schritten. Es lautet jetzt der erste Arbeitsauftrag, ermittle zunächst einfach einmal eine Stammfunktion von klein f. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen das Video und dann machen wir weiter. Na gut, zunächst einmal müssen wir einfach wieder ableiten, umkehren. Also legen wir einfach einmal los mit groß f von x ist gleich x hoch 4 Viertel. Abgeleitet wäre das ja genau x hoch 3 minus 6 mal x Quadrat halbe. Abgeleitet wäre das genau minus 6x plus 1/2 mal x. Abgeleitet wäre das genau 1/2. Na gut. Das wäre jetzt einmal eine Stammfunktion. Jetzt haben wir noch das Problem, dass wir noch nicht wissen, ob die Nebenbedingung erfüllt ist, beziehungsweise wir könnten das überprüfen und feststellen, dass sie tatsächlich noch nicht erfüllt ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was können wir tun, damit so eine Nebenbedingung erfüllt sein kann oder erfüllt werden kann. Naja, wir wissen, dass sich grafisch gesehen je zwei Stammfunktionen einer Funktion klein f nur um eine vertikale Verschiebung unterscheiden. Das heißt, wir könnten hier noch einfach eine Konstante dazu addieren, die dann genau dieser möglichen vertikalen Verschiebung entspricht. Mit dem können wir jetzt weiterarbeiten. Zunächst einmal können wir das hier vorne noch ein bisschen vereinfachen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, welchen Wert muss c annehmen, sodass groß f diese Bedingung hier erfüllt. Also lautet der nächste Arbeitsauftrag, ermittle den Wert für c, so dass gilt groß f von 4 ist gleich 2. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und wir vergleichen dann noch das Ergebnis. Na gut, wie können wir diesen Wert ermitteln? Na, wir müssen verlangen, dass gilt groß f von 4 ist gleich 2. Das heißt, wir können für x entsprechend einsetzen und erhalten dann diese Gleichung hier, die wir jetzt nach c lösen können. Zunächst einmal stellen wir fest, dieser ganze Salat hier vorne ist gleich 18. Und wenn wir jetzt die 18 auf die andere Seite bringen, dann erhalten wir c ist gleich minus 16. Und damit können wir jetzt eben genau die Stammfunktion groß f angeben, die diese Bedingung erfüllt. Und zwar lautet eine Vorschrift für die dann groß f von x ist gleich x hoch 4 Viertel minus 3 mal x Quadrat plus 1/2 mal x minus 16.